Heute Programm Guild War. Wir machen auf jeden Fall hier mal ein bisschen Guild War, gucken mal, wie wir abschneiden oder auch nicht abschneiden oder abkacken oder was auch immer. Ein bisschen was wollte ich auf jeden Fall versuchen. Wir gucken mal, was wir jetzt hier noch haben. Wir haben einen komplett grün und die anderen sind so halb angefangen. Ja. Wurde gegen den hier schon gekämpft? Verteidigungsdaten von uns? Nö. Ich glaube, nein. Nein. Okay. Gut. Wir fangen einfach mal an. Vielleicht ist es ja das Schwierigste. Keine Ahnung. Egal. YOLO. So, was nehmen wir hier? Schon mal, der Panda ist schon mal voll für den Arsch hier mit seiner Verteidigung im Guild War. Da würde ich am liebsten jetzt schon wieder mindestens einen Luschen mit reinnehmen. Allerdings bekommen wir damit den Ariel nicht weg, ja? Und die Beta wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen müssen wir uns was überlegen, wie wir im Prinzip dann Ariel und Beta wegbekommen. Wir nehmen aber trotzdem irgendwie im Prinzip Luschen hier. Und dann nehmen wir einen Luschen. Und was nehmen wir als drittes? Als drittes nehmen wir... wir haben ja hier im Prinzip das. Nee, mein Leica will ich hier unten auf jeden Fall nehmen. Was können wir hier oben nehmen? Vielleicht... Nein, den nehmen wir auf jeden Fall nicht. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir vielleicht noch hier mitnehmen oder vielleicht was komplett anderes. Oder einfach eine Theo. Vielleicht einfach mal komplett YOLO reingehen. Aber was ist, wenn der Wulrun hat im Prinzip? Man könnte auch anders. Aber damit kriege ich keinen Down. Damit kriege ich keinen Down. Komm, wir riskieren es einfach. Ja, Verteidigung braucht man nicht. Wir brauchen Crit Rate. Okay. Probier mal. Wird schon irgendwie werden. So, was haben wir hier unten? Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ja. Lassen wir einfach so, nehmen wir so, ist gekauft, würde ich das einfach mal sagen. Okay, die Beta ist recht schnell, aber ja, wir kommen wenigstens ein bisschen eher dran. Beta, ja, sehr gut. Was? Hä? Beta auch down? Was war das für eine Beta? Ich komme hier mal dran. Ich komme hier mal dran, hier, gegen dieses Gedöns, hier, gegen das Mikro. Ich habe mir ein neues Headset bestellt. Ja. Im nächsten Video werde ich auf jeden Fall das neue Headset tragen. Ich bin so gehypt. Ich bin so gehypt, weil ich habe mir das, ich habe, wollte das schon immer irgendwie haben. Vor allem, mein Orion war auch schneller. Was ist denn das? Ja, schade. War immer mein Wunsch, dieses Headset zu holen. Und aber immer habe ich so gesagt, nee, das ist zu teuer und nein, lieber nicht und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich es mir dann doch gekauft. Und ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich bin gespannt. Hey! Warum rastet der Orion so aus? Okay, zum Glück nur. Wir gehen auf Orion. So, die wird heilen. Ja, das ist nicht schlimm. Ich glaube, der Orion, der ist auch nicht gerade der Beste hier. Vor allem kommt mein Orion... Stop it! Mein Orion überhaupt mal dran? Gut, okay. Gut. Gut, Deathbreak auf jeden Fall. Wir können nicht hier hinkommen. Brock. Bio-Brocken. Brock. Ja, sehr gut. So gefällt mir das. So kann das bleiben. Der macht aber auch nichts, ha? Der Rakan. Rakan wäre auch so ein Monster. Rakan... für Karo, oder? Rackern für Karo? Ah, das wär's. Aber leider ist es mir noch nicht gegönnt gewesen. Ich muss jetzt dieses Mikro, warte. So, okay. Mikro ist jetzt weiter weg. Vor allem, das hängt ja hier auch voll im Sichtfeld für euch, zumindest. Ja. Also, Leica übrigens, ja, ich wollte ja nochmal ein Feedback geben. Leica auf Vamp, mega, mega nice. Mir hat er auch auf Vio gefallen, aber auf Vamp hat er schon so einige Situationen dazu gemacht, also es zumindest so weit gebracht, dass ich nur wegen Leica gewonnen habe, ja. Leica gegen 3 gegen Leica oder sowas, ja, alles schon gehabt und auf jeden Fall mega, mega nice. Deathbreak, ja, sehr gut, Deathbreak. So, okay, Druff. Sehr schön.
Natürlich, ein bisschen bessere Vamp-Runen würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen, ist aber derzeit nicht drin. Er ist ziemlich speedy, deswegen auf Slot 2 ist noch eine Speed-Rune. Deswegen macht er jetzt nicht allzu viel Schaden. Hätte ich da natürlich noch eine Attack-Rune, wäre natürlich mega cool. Aber naja. So, okay, erster Fight ist gewonnen. Was haben wir denn hier? Hier ist schon wieder was komplett anderes. Ich will da aber genauso rangehen. Oder... Nee, wir gehen genauso rein. Wir gehen da auch so rein. So, wir haben zwar hier Velajoule. Der könnte ziemlich nerven, aber vielleicht haben wir auch Glück mit unserem Orion. Und ja, mal gucken, ob es so passiert. Bitte. Also, Velajoule, Will bitte weg. Und am besten ein Deathbreak. Okay? Das sind so Wunschvorstellungen von Caro, die wahrscheinlich nicht passieren. Oder doch, Mann. Hui. Okay, cool. Okay. Wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Ich hoffe aber, weil sonst kommt natürlich unser... Besser jetzt nicht laufen können, oder? Ja gut, vielleicht doch. Es hätte... Wenn... Rittish hätte eigentlich. Oh nein. Aber egal. Kann sich ja eh nicht heilen. So, der hat gefailt. Sehr schön. So muss das laufen. So muss ein Guild War laufen. Immer gut. Lucky für Caro. Immer gut Luck. So. Was mit dem Rittish? Der Rittish ist ganz schön schnell, glaube ich. Okay, hier. Okay, du hättest doch mal brocken können. Nein! Ah, Bella, no! Hello, darkness, my old friend. Nope! Okay. So. Hier drauf. Orion ist schon so ein Typ, oder? Orion ist echt so ein Typ. Können wir natürlich jetzt auch noch anders machen können. Egal. Ruff, schaffen wir. Solo. Neben der Zeit. Ja, weil ich irgendwie zu schade bin, diese Runen da höher als auf 12 zu machen, weil die Orion-Runen sind echt. Nein. Nein. Wow. Zum Glück hat der nichts gemacht. Mensch, das hätte richtig schief gehen können. Das hätte echt richtig schief gehen können. Echt, ich glaube wirklich, bei diesem Guild War ist gerade mein Luck. Also das ist wirklich Luck hier, was ich hier gerade fabriziere. Gut, wen greifen wir von den beiden denn an? Ha. Das ist wieder so Anti-Lucian hier, ja? Das erste hier ist so richtig Anti-Lucian. Das ist wirklich so richtig heftig Anti-Lucian. Aber hier könnten wir wieder Luck haben. Wenn wir hier nochmal unseren Orion nehmen und hier nehmen wir Orion, unsere Bastet und für den nehmen wir einfach mal Tessarion. Ja, komm. Das schaffen wir. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Und hier unten nehmen wir, das hat sich, ach so, ah nee, stopp. Das unten hat sich ja im Prinzip ganz gut bewährt. Leider ist sie down gegangen. Hier, meine gute Beta. Was nehmen wir jetzt statt Beta? Ja, ganz einfach, ganz simpel. Wir nehmen... Ich hätte irgendwie Bock mal auf so hier. Wir machen das mal so. Oder wir nehmen... Doch, genau, wir machen so hier. Dann nehmen wir so hier. Und wen nehmen wir noch rein? Wen nehmen wir als letztes rein? Das wäre ein Attack-Buff, wäre nicht schlecht. Oder letzter Fight. Ich bin gespannt. Oh, Juno habe ich echt schon lange nicht mehr drin gehabt. So, haben wir natürlich keinen Attack-Buff jetzt, aber naja, gut. So, wir gehen auf... Ja, klar, aber das ist blöd, wenn Beta... Komm, wir gehen auf den Affen. Shit. Nope! So dürfte es nicht laufen. Ich glaube, der hat voll gefehlt. Oh, oh. Oh. So ein Affe! So ein Affe! Ruf. Wir haben noch eine ganz kleine Chance, aber die Chance ist so minimal, dass ich nicht dran glaube. Jetzt hör doch mal auf. Ach Gott. Egal. Nee, sinnlos. Okay. Gut, erstens ging mal voll in die Hose. Das ging mal voll in die Hose. Aber naja, bei so viel Luck, was wir gehabt haben, müssen wir auch mal Pech haben. So, auf wen gehen wir? Ich habe ja die Hoffnung, dass wir, wenn ihr hier drauf... Ja doch, auf die kannst du gehen, das kannst du wohl... Mann!
Und der fällt auch noch. Was mit ihm? Heilig. Gott, verdammt. wollen wir heilen? Ja, wir heilen. Wir heilen unsere Juno hoch. So, hier gehen wir drauf. Ja, hier gehen wir auch nochmal drauf. Das wird wieder so eng. Was ist mit dem? Und ich fehl nur. Was ist mit ihm hier los? Das kann... Ich will Juno jetzt nicht wiederbeleben irgendwie. Ich will eigentlich... Mensch, Jens Kinder, jetzt geh doch mal hier. Ja, so wenigstens was. Das Shit. Egal, das macht eine Single. Single. Das wird Single. Ich spür das. Naja, vielleicht nicht ganz, aber egal. Wir gehen erst auf ihn. Auf unsere... Schatz. Oh Gott, hat die so wenig Leben? Was ist mit ihr? Ich will gar nichts. Hör auf! Ja, sehr gut. Nein. Weg. Okay. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen Lacker. Weil ich sag, nein! Und das ist das, was ich meine. Er kann auch alleine da stehen und hat Chancen. Ja, vielleicht nicht bei jedem Rakan, aber egal. Es kann auch mal in die Hose gehen. Aber egal. Gut, okay. 3 Fights, 2 Win, 1 Draw. Ist okay, sag ich mal. Das erste war echt. Das war echt mau, oder? Oh, naja, egal. Gut, also Guild War beendet. Ja, mal gucken, wie es jetzt hier so aussieht. Beteiligung. Hm, ja gut. Ich habe mal eine Defense drin. Das ist, ja, das zweite eher so voll YOLO, ja. Ich mag Juno. Ich mag wirklich Juno. Und habe mir gedacht, naja, machst du einfach mal das rein. Mal gucken, was passiert. Es ist der erste Tag, wo ich es jetzt drin habe, weil wir haben ja bis Freitag bzw. bis Donnerstag meistens immer noch Low-Dev drin. Vielleicht spielen wir auch irgendwann mal ohne Low-Dev, ich weiß es nicht, aber das muss auf jeden Fall der Ivan bestimmen, weil das ist nicht meine Gilde. Und wen das hier irgendwie interessiert, wie gesagt, das sind die, ja, the Don Peace, würde ich jetzt einfach mal sagen, the Don Pretties. Und ja, im Prinzip glaube ich, wir haben auch Aufnahmestopp, außer es ist eine übelst krasse Verstärkung, aber wie gesagt, es ist im Prinzip eine kleine Farmgilde. Ich bin hier aber so glücklich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Urlaub mache, ja, und ich sage, hey, ich will mal die Woche nicht spielen, da reißt mir keiner den Kopf ab oder so. Okay, danke auf jeden Fall fürs Zugucken und bis dann und viel Spaß und haut rein und tschüss.